Hey Leute, was geht ab? Heute geht's weiter mit Lego Pirates of the Caribbean und da habe ich das Set mit der Nummer 71042, die Silent Mary. Die Altersempfehlung von Lego ist 14 Jahre plus und für 199,99 bekommt man genau 2294 Teile. In dem Set befinden sich dann diese 8 Minifiguren und zudem haben wir hier dann noch 2 Zombiehaie. Und hier auf der Rückseite, da sieht man schon mal ein paar Details und Funktionen von dem Set. Aber ich würde sagen, das testen wir nachher gemeinsam, wenn alles zusammengesteckt ist. Okay, dann lasst uns mal zusammen einen Blick in die Verpackung werfen. Mal schauen, wie viele Tüten uns hier drin erwarten. Okay, in der Verpackung waren jede Menge Tüten. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Ich zeige sie euch mal kurz im Schnelldurchlauf. Wer Lust hat mitzuzählen, kann gerne mitzählen. Und los geht's! Okay, das waren jetzt mal alle nummerierten Tüten. Dann gab es noch diese Tüte, diese unnummerierte Tüte. Da sind dann ein paar Großteile wie das Schiff, die beiden Zombiehaie und ein paar Fahnenmasten dabei. Dann haben wir hier noch eine Tüte mit den Segeln. Und dann haben wir hier natürlich noch die Anleitung. Dieses Anleitungsbuch war dabei. Und das möchte ich euch mal kurz ein bisschen genauer zeigen, weil hier gibt es noch einige Details über die einzelnen Figuren. Hier sind die Informationen zwar nur in Englisch, aber ich finde es trotzdem ziemlich cool. Also links haben wir mal die Minifigur von Lego und rechts dann die Figur aus dem Film. Und hier auf der nächsten Seite sieht man dann auch nochmal das Schiff aus dem Film. Und hier haben wir dann auch noch ein paar Informationen über die einzelnen Charaktere. Und das ist dann sogar in Deutsch. Also wer will, kann sich das kurz durchlesen, müsste halt kurz auf Pause drücken. Und dann geht es hier eben los mit dem Bauen. Hier sieht man die einzelnen Tütengruppen, was gebaut wird. Und nach 256 Seiten und 443 Bauschritten steht die Silent Mary dann vor einem. Okay, und ich baue das Set jetzt mal kurz auf und wir hören uns dann gleich wieder. Also bis gleich. So, fertig. Also für den Aufbau habe ich jetzt so ziemlich genau 4 Stunden gebraucht. Und es hat wieder richtig Spaß gemacht, mal wieder ein größeres Modell aufzubauen und dann noch so ein cooles hier. Es hat wirklich viele Details und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das Schiff ist ca. 48 cm hoch, 68 cm lang und 22 cm breit. Okay, dann schauen wir uns das Schiff mal ein bisschen genauer an. Und ich würde sagen, wir starten vorne und arbeiten uns dann nach hinten durch. Hier vorne sieht man dann schon mal einen kleinen Segelmast mit einem kleinen Segel dran. Von den kleinen Segeln sind ja insgesamt 5 Stück dabei gewesen und von den großen, die man hier hinten sieht, da waren 3 dabei. Das Material von den Segeln ist vergleichbar mit dem des Umhangs des neuen Lego Batman, so von ihm hier. Das ist ungefähr das Material identisch. Das ist auch hier so ein bisschen weicher, kann ein bisschen gebogen werden und sieht ganz gut aus. Und hier vorne haben wir dann einen kleinen Ausguck, so ein kleines Krähennest. Hier sind Arme von B1 Kampfdruiden in schwarz und hier hat man auch eine Möglichkeit, eine Minifigur zu platzieren. Kann es dann hier hinstellen und die kann dann Ausschau halten. Hier drunter haben wir dann auch schon die namensgebende Galionsfigur, die Silent Mary. Und so wie ich es nachgelesen habe, erwacht die ja zum Leben in dem Film und beschützt dann das Schiff und den Kapitän. Ziemlich cool sind auch noch diese Flügel hier an der Seite. Die sind nämlich zweifarbig. Oben grau und unten schwarz. Die Silent Mary, die werden wir uns nachher noch mal ein bisschen genauer anschauen, wenn wir uns die Minifiguren anschauen. Dann schauen wir hier mal weiter. Hier beginnt es jetzt mit den ganzen schönen Details, wie zum Beispiel hier. Hier habe ich mich nicht verbaut. Das soll so aussehen, also dass hier ein Teil fehlt. Das soll eben so ein bisschen die Fäulnis und die Zerstörung von dem Schiff andeuten. Und das werden wir auch am kompletten Schiff überall mal wieder sehen. An den Seiten haben wir dann auch noch 2 schwarze Anker, die sehen so aus. Die sind auf beiden Seiten identisch und wie ihr sehen könnt, man kann sie auch ein bisschen bewegen. Dann sehen wir hier rechts und links 2 Geschütztürme, also ich denke mal, dass es Geschütztürme sind. Hier an den Seiten sieht man 2 kleine Kanonen. Und wie ihr sehen könnt, die Türme, die haben sowohl oben als auch unten diese goldenen Verzierungen.
Und wie ihr vorhin schon gesehen habt, sie haben eben diese zwei kleinen Kanonen, die kann man auch ein bisschen verstellen. Je nachdem, von wo der Feind angreift. Hier an Deck sieht man jetzt auch nochmal schön, wie hier die verschiedenen Lego-Teile verbaut worden sind, um eben so die Zerstörung und die Fäulnis anzudeuten. Und man sieht auch, dass hier an den Seiten immer mal wieder was fehlt. Also da habe ich mich nicht verbaut, sondern das soll so sein. Und wie gesagt, es soll eben die Zerstörung und die Fäulnis von dem Schiff andeuten. Und hier vorne haben wir dann noch die Schiffsglocke. Die kann man auch ein bisschen schwingen lassen. Und die Silent Mary ist natürlich auch ziemlich stark bewaffnet. Sie hat jede Menge Kanonen an Bord. Und das Coole ist, die Kanonen sehen auch so aus wie Kanonen. Hier habe ich mal kurz eine ausgebaut, die können wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Und sie sieht halt richtig aus wie eine Kanone und sie wurde aus ein paar Teilen zusammengesteckt. Und man kann sie auch noch bewegen, also man kann sie nach oben bzw. nach unten schwenken. Dann schauen wir mal weiter. Hier an der Seite, das finde ich auch noch ziemlich cool, dieses Detail. Das sieht so aus wie eine kleine Figur, also es wurde auch aus Einzelteilen zusammengesteckt. Ein Körper von einem B1 Kampfdroiden und hier ein paar Arme und hier unten vielleicht die Füße, oben der Kopf. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll, aber es sieht auf jeden Fall so aus wie ein Mensch oder wie eine Figur. Dann haben wir hier noch ein paar Holztüren, die dann in das Innere vom Schiff führen. Und rechts und links sehen wir noch Treppen, die dann nach oben führen. Ich habe jetzt das Schiff mal kurz gedreht und ich muss sagen, das ist echt stabil, also für so ein Geisterschiff. Ich habe das jetzt ein paar Mal hier schon auf meinem Tisch hin und her geschoben und auch schon mal ein bisschen rumgetragen. Also da geht nichts ab, da geht nichts kaputt. Ich bin echt beeindruckt, wie stabil das ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf der anderen Seite. Hier sieht man auch nochmal die Figur, die ist eben auf beiden Seiten. Und wenn wir hier die Treppen dann hochgegangen sind, da sieht man hier auch wieder die Details, wo hier eben eine Strebe, sage ich mal, fehlt. Das ist wie gesagt kein Baufehler, das soll einfach die Zerstörung andeuten. Und auch hier oben sieht man wieder einzelne Holzbretter und die ganze Zerstörung und auch an den Seiten hier, wie so Teile der Reling fehlen. Und hier sieht man dann auch schon das große Steuerrad von Captain Salazar. Das lässt sich auch ganz gut drehen. Und hier hinten sieht man dann eben noch das letzte Segel oder den letzten Segelmast mit dem großen Segel hier. Wie gesagt, von denen waren ja drei im Set dabei. Und hier hinten sieht man dann eben noch ja, die ganzen Kajüten oder hier ist dann wahrscheinlich die Captains Kajüte. In dem Schiff ist jetzt aber nichts drin, also das ist nur von außen. Innen drin sieht man eben nur das Gerüst. Aber auch hier hinten gibt es jede Menge Details zu sehen. Zum Beispiel hier oben die Bretter, wo auch schon die Hälfte der Bretter fehlen. Wenn wir uns das hier von der anderen Seite anschauen, da sieht es noch ein bisschen besser aus. Also hier sind noch alle Bretter intakt. Und auch hier hinten haben wir wieder Geschütztürme, zwei kleine hier vorne, also auf beiden Seiten, einmal hier, einmal auf der anderen. Und die beiden großen, einmal hier und hier. Und da sieht man auch wieder Unterschiede, also der hier ist noch ziemlich komplett da, der hat noch die goldene Spitze hier oben mit den goldenen Verzierungen. Und der andere, ich drehe das mal kurz ein bisschen, da sieht man hier eben schon, da fehlt die goldene Spitze und hier oben auch ein paar goldene Details und auch hier ein Fenster. Hier haben wir dann auch noch viele goldene Akzente, wie zum Beispiel diese Ketten. Hier kann man auch einen kleinen Blick hier reinwerfen, wie gesagt, da wo normalerweise die Captain's Kajüte wäre. Ihr seht da aber nur jede Menge Technikteile. Also in dem Schiff ist eigentlich nichts drin, bis auf das Skelett von dem Schiff. Dann schauen wir uns jetzt mal die zwei Masten an. Die sind vom Aufbau her identisch. Der hintere ist ein bisschen höher, weil der hat noch eine Funktion, das zeige ich euch gleich noch. Aber wie gesagt, vom Aufbau sind sie identisch. Sie haben oben jeweils ein großes Segel und unten jeweils zwei kleine. Dann haben beide Masten auch hier noch einen Ausguck oder so eine Art Krähennest. Wie gesagt, der hintere Mast hat eine Funktion, die zeige ich euch mal kurz. Also Lego nennt es einen umstürzbaren Hauptmast. Und hier könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Also hier wurde ein Kugelgelenk verbaut. Dadurch kann man den Mast eben umwerfen. Das funktioniert auch ganz gut. Einzigster Nachteil daran ist, wenn man das Modell bewegt, dann kippt der Mast auch mal von alleine um. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke mal, wenn man sich das in die Vitrine stellt, dann hält es schon ganz gut. Das ist dann schon okay. Aber man hat auch die Möglichkeit, den Mast einfach hier oben drauf zu setzen. Also nicht hier vorne an dem Kugelgelenk zu befestigen, sondern einfach oben drauf zu setzen. Die zwei Teile könnte man dann auch noch entfernen. Aber wie gesagt, wenn man sich das irgendwo ins Regal oder in die Vitrine stellt, dann hält es auch, wenn es hier vorne an dem Kugelgelenk befestigt ist. Okay, dann zeige ich euch auch gleich die zweite Funktion noch.
Das Schiff verfügt nämlich über einen hochklappbaren Bug und das zeige ich euch mal kurz. Das sieht dann so aus und jetzt können wir hier die Teile noch zur Seite klappen, damit es dann so aussieht, als ob das Schiff andere Schiffe eben verschlingt. Und wenn der Bug dann oben ist, das hält auch richtig gut, dank dieser Klickelemente hier. Also hier seht ihr nochmal, wie das funktioniert. Zweimal hoch und dann ist es fest. Okay, dann schauen wir uns als letztes noch den Skelettrumpf an. Hier sieht man auch nochmal an der Seitenansicht, wie gut die Silent Mary bewaffnet ist, also wie viel Kanonen sie hat. Ich habe den Bug jetzt nochmal kurz nach oben geklappt, jetzt können wir hier die Details ein bisschen besser erkennen. Ihr seht auch, das Modell steht auf drei Füßen, ein kleiner hier vorne. Und zwei größere hier in der Mitte und eins hier hinten. Hier sieht man jetzt auch nochmal ganz schön den Skelettrumpf mit den verschiedenen Farbtönen, also schwarz, dann das Grün, das könnte dann so ein bisschen Seegras andeuten oder Algen oder sowas. Und natürlich die verschiedenen Brauntöne für das Holz, hier hinten hat man dann ein bisschen dunkleres Braun. Und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, den Rumpf nach oben hin aufzuklappen. Jetzt hat man da einen besseren Blick unter das Schiff. Aber wir können nicht nur das mittlere Teil hochklappen, sondern auch das vordere und das hintere. Aber die beiden heben leider nicht von alleine, weil die sind nur über einen Clip hier oben befestigt. Das mittlere Teil ist dann über zwei Clips befestigt. Hier unterhalb des Schiffs sehen wir dann dieses Technikteil mit dem Pin hier hinten. Das hat folgende Funktion. Da können wir einen der Zombiehaie reinklippen. Das sieht dann so aus und bei Bedarf kann man die dann losschicken. Und die Halterung gibt es dann auf beiden Seiten, also einmal hier, einmal auf der anderen Seite. Da hat man dann die Möglichkeit, beide Zombiehaie unter dem Schiff, sage ich mal, zu verstauen. Und hier hinten sehen wir dann noch so ein paar Details wie diese Algen hier. Und hier hinten haben wir natürlich noch das Ruder, das lässt sich ein bisschen nach links und rechts bewegen. Okay, das war's dann mal soweit mit der Silent Mary. Schauen wir uns als nächstes hier dieses kleine Beiboot an. Das Boot an sich, das ist komplett ein Teil. Hier vorne haben wir dann eine Laterne. Und dann haben wir hier noch eine Sitzmöglichkeit für eine Minifigur und noch zwei Paddel. Gut, dann schauen wir uns als nächstes mal die Minifiguren an und wir starten mit Jack Sparrow. Ich meine natürlich mit Captain Jack Sparrow. Die Minifigur hat jede Menge Zubehör dabei, wie zum Beispiel einmal hier dieses Schwert oder den Säbel, dann die Black Pearl in der Flasche und natürlich noch sein Kompass, der nicht nach Norden zeigt, sondern nur auf das, was man am meisten begehrt. Die beiden Zubehörteile können wir uns hier nochmal ein bisschen genauer anschauen. Hier haben wir die Flasche mit der Black Pearl drin und das ist ein bedrucktes Teil und kein Aufkleber. Und hier haben wir dann noch seinen Kompass. Das ist auch wieder ein bedrucktes Teil und wie ihr sehen könnt, von dem waren sogar zwei in dem Set. Und jetzt schauen wir uns Jack mal ein bisschen genauer an. Das Haarteil hier oben ist komplett ein Teil, also die Haare plus Bandana. Das zeige ich euch mal kurz von allen Seiten. Dann nehmen wir das mal kurz ab, weil dann können wir uns die Bedruckung besser anschauen. Die Figur ist super bedruckt worden. Sie hat ein tolles Gesicht. Eine richtig geniale Torso-Bedruckung und die Bedruckung geht sogar wunderbar hier auf die Beine über. Von den Seiten sieht man dann, da ist sie nicht bedruckt, aber von hinten sieht man ebenfalls noch ein zweites Gesicht einmal. Das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Und hier auch nochmal die Rückenbedruckung, hier sieht man auch nochmal das Tuch und den Gurt hier. Also auch richtig cool bedruckt. Und das zweite Gesicht, das sieht dann so aus, das Haarteil habe ich gerade mal wieder drauf getan, weil dann sieht es einfach besser aus. Die nächste Minifigur ist dann Karina, sie hat auch Zubehör dabei, einmal hier diesen Sextanten und dann noch dieses Buch. Hier haben wir dann einmal das Buch, das ist auch ein bedrucktes Teil, also die Buchseite hier vorne und das kann man auch öffnen. Da drin befindet sich ebenfalls nochmal ein bedrucktes Teil mit ein paar mathematischen Formeln. Karina ist eine brillante Denkerin und eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus ist. Ihr Interesse an Astronomie, Zeit und Mathematik brachte ihr den Ruf einer Hexe ein.
Das war gerade mal der Text aus der Anleitung. Schauen wir uns jetzt auch mal die Figur ein bisschen genauer an. Auch sie ist wunderbar bedruckt worden mit diesem türkisfarbenen Kleid. Ein tolles Haarteil hat sie auf, das werde ich auch mal kurz abnehmen. Da sieht man hier, die Figur hat ebenfalls nochmal ein zweites Gesicht. Das schauen wir uns gleich auch noch ein bisschen genauer an. Und hier sieht man nochmal die Rückenbedruckung. Und von den Seiten sieht man, da ist die Figur nicht bedruckt. Und hier seht ihr jetzt nochmal das zweite Gesicht, da ist sie ziemlich wütend. Als nächste Minifigur hätten wir hier dann den Henry. Er ist ausgerüstet einmal hier mit einem Fernglas und in der anderen Hand hat er noch einen Säbel. Und so sieht Henry dann ohne die Bewaffnung bzw. ohne die Ausrüstung aus. Und auch die Minifigur ist genial bedruckt worden. Hier die Torso-Bedruckung mit der Weste oder mit dem, ja ich denke mal, dass es eine Weste ist, und dem Hemd darunter. Die Hose ist zwar unbedruckt, aber die sieht trotzdem ziemlich cool aus, passt auf jeden Fall zu dem Outfit. Und auch das Haarteil sieht genial aus. Von hier hinten sieht man ebenfalls noch die, ja, die angedeutete Weste. Und von den Seiten ist die Figur ebenfalls nicht bedruckt, aber die Figur hat auch noch ein zweites Gesicht. Hier sieht man einmal das erste. Und hier beim zweiten Gesicht, da sieht er ein bisschen erschrocken oder ein bisschen ängstlich aus. Die nächste Minifigur ist dann Captain Armando Salazar. Er ist einmal ausgerüstet hier mit einem schwarzen Säbel. Und die Figur sieht einfach nur genial aus. Das Haarteil, das hier so, ja, so ein bisschen zur Seite weht, das sieht richtig genial aus. Und auch die Bedruckung, ja, perfekt, oder? Das geht hier vom Torso nahtlos auf die Beine über. Hier oben hat er dann noch seine Abzeichen. Er war ja früher, bevor er zum Geist wurde, der größte Piratenjäger. Und das sind wahrscheinlich noch die Abzeichen von damals. Hier auf dem Rücken sieht man dann auch nochmal die Rückenbedruckung. Und die Figur hat zwar kein zweites Gesicht, aber ihr seht hier schon, hier ist was angedeutet. Und das sieht dann so aus. Also Captain Armando Salazar ist auch eine richtig coole Minifigur und ich bin schon gespannt, wie der dann im Film so sein wird. Die nächste Minifigur ist dann Leutnant Lesaro. Er ist genauso wie sein Captain ausgerüstet mit einem schwarzen Säbel. Leutnant Lesaro ist Offizier an Bord der Silent Mary und auch er ist super bedruckt. Hier sieht man auch wunderbar, wie die Torso-Bedruckung auf die Beine übergeht. Dann hat er einen ziemlich coolen bedruckten Helm auf dem Kopf. Und von hinten sieht man ebenfalls nochmal die Rückenbedruckung und hier hinten auf dem Kopf ist er ebenfalls noch bedruckt. Hier seht ihr das Gesicht nochmal ein bisschen genauer und oben den Hut, der ist wie gesagt bedruckt. Hier haben wir dann die nächsten beiden Minifiguren. Links haben wir einmal Offizier Santos. Er ist ausgerüstet einmal hier mit einer Pistole und einem schwarzen Besen. Und auf der anderen Seite haben wir Offizier Magda. Der ist ausgerüstet mit einem schwarzen Säbel und ebenfalls mit einem Besen. Die beiden Minifiguren haben dieselben Hüte auf. Die Torsenbedruckung sieht auf den ersten Blick gleich aus, unterscheidet sich aber durch ein paar Beschädigungen hier an der Seite. Und zudem unterscheiden die beiden Figuren sich natürlich durch die Gesichtsbedruckung und durch die Beinteile. Von den Seiten sind beide Figuren nicht bedruckt, aber von hinten wird man sehen, da haben sie ebenfalls noch eine Rückenbedruckung. Zudem haben sie zwar kein zweites Gesicht, aber dafür auch noch Bedruckungen auf dem Hinterkopf. Die letzte Minifigur ist dann noch die Silent Mary. Sie ist einmal ausgerüstet mit einem Schwert und mit einem Schild. Sie ist ja die Galionsfigur von der Silent Mary. So wie ich es jetzt nachgelesen habe, wird sie wohl in dem Film zum Leben erwachen und dann eben die Silent Mary und den Captain beschützen. Schauen wir uns die Figur auch mal ein bisschen genauer an. Sie hat auf dem Kopf diese graue Kapuze. Die werde ich mal kurz abnehmen, dann können wir uns das Gesicht nämlich ein bisschen genauer anschauen. Hier sieht man jetzt einmal das toll bedruckte Gesicht und ebenfalls auch die coole Torso-Bedruckung. Die Beine und die Seiten, also die Arme, sind nicht bedruckt, aber von hinten wird man sehen, sie hat sogar noch ein zweites Gesicht und eine tolle Rückenbedruckung. Hier sehen wir jetzt nochmal die Gesichter mit Kapuze, einmal dieses hier. Und hier ist das zweite und das sieht so aus, als ob sie da dann zum Leben erwacht ist. Und zum Schluss haben wir hier dann noch ein kleines Highlight, nämlich die beiden Zombiehaie. Die sehen auch richtig genial aus. Man sieht an den Seiten hier, wie sie schon überall offen sind. Es sind eben Zombiehaie. Zudem seht ihr, man kann den Kiefer vorne öffnen. Und da drin ist sogar Platz für eine Minifigur.
Und das testen wir dann mal kurz. Also es funktioniert und es sieht dann so aus. Okay, dann kommen wir noch kurz zu meinem Fazit zu dem Set. Hier hat man auf jeden Fall ein Sammlerobjekt. Zum Spielen ist es nichts, also das ist viel zu filigran. Man kann es zwar schön rumtragen, da geht auch nichts kaputt, aber spielen würde ich jetzt nicht unbedingt damit. Es hat auch keine Spielfunktion im eigentlichen Sinn, also nur den umklappbaren Mast und den hochklappbaren Bug, mehr ist da nicht und da bin ich auch froh drüber. Bei dem Set beginnt auch schon der Spaß, ja, mit der Verpackung. Die Verpackung sieht richtig cool aus. Dann bekommt ihr eben die Anleitung mit den ganzen Informationen über die einzelnen Figuren, das ich ziemlich cool finde. Dann der Aufbau war richtig cool, also der hat richtig viel Spaß gemacht und das Ergebnis, das habt ihr ja selbst gesehen, es sieht fantastisch aus. Das Set kostet 200 Euro, gibt's auch nur direkt bei Lego im Lego Store oder im Lego Online Shop zu kaufen. Und meiner Meinung nach ist es das Geld auf jeden Fall wert. Weil ihr habt eben den Bauspaß, ihr bekommt ein Schiff, das richtig genial aussieht. Dazu bekommt ihr noch 8 Minifiguren, die auch richtig genial aussehen. Also aufwendig bedruckt worden mit Wendeköpfen und alles, mit jeder Menge Zubehör. Es waren keine Aufkleber in dem Set enthalten, also alles bedruckte Teile. Und zudem bekommt ihr noch 2 Zombiehaie, die auch wohl exklusiv in dem Set sein werden. Darum kann ich hier eine ganz klare Kaufempfehlung geben. Also wenn ihr Sammler seid, holt euch das Modell. Das sieht einfach genial aus. Es hat tolles Zubehör. Gut, es kostet 200 Euro, aber ich bin mir ziemlich sicher, sobald es das Set nicht mehr im freien Verkauf gibt, wird es im Preis auch wieder steigen. Also irgendwann in ein paar Jahren kriegt man das Geld locker wieder raus, wenn man es dann nicht mehr haben möchte, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Also von mir gibt es ganz klar eine Kaufempfehlung. Gut, das war aber nur meine Meinung. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, eure Meinung unten in die Kommentare zu schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.